Ja, was gibt's hier noch? Career Settings. Driver Moves an. R&D Management on Team. Genau, das ist. Also wir haben mehr Cash Rate bekommen. Mhm. Können ja alles eigentlich increase, damit es schneller geht, oder nicht? Mach wie du möchtest. Primär geht es ja einfach nur ums Fahren. Ich mach, ja, dann mach ich nur Cash Rate und Resource Rate mehr und sonst was. Ja. Soll ich, wie das Wetter mit Regen, ohne Regen? Nö, nee, ganz normal Standard. Wenn es regnet, absolut. Regnet es halt, dann haben wir halt Pech gehabt. Das ist absolut AIDS. Was? Digga, ich mach das in meiner Dingens-Solo-Karriere auch. Mal Break Assist. Ich find das voll nice. Achso, ich weiß nicht. Außer du hast einen Stadtparcours wie Monaco, Alter, und die fahren vor dir. Und du siehst gar nichts mehr. Ja, das ist. Dann ist kritisch. Also, warte. Assist Dings da, das kann alles so sein, gut. Sind das jetzt meine? Ah ja, das sind meine, okay. Reconstruction noch, alles gut. Passt. Confirms. Invite Friend. Boom. Boom. Oh, jetzt kann ich meinen Typi hier machen. Digga, Eddie. Ballert mich immer mit irgendwelchen komischen Stickern voll, ey. Nice. Über Steam. Ich weiß, wie ich mich nennen werde. Was? Ich habe so eine geile Idee, wie ich mich nennen werde. Wo ist die Deutschlandflagge? Ja, hast du mich jetzt schon eingeladen? Ja, ich mache meinen Charakter noch. Ich glaube, das dauert dann noch. Oh, Digga. Ja, du, jetzt musst du warten, ne? Mann, ich will doch einfach nur fahren. Niemals. Ich will die Nummer 25, das ist meine Lieblingsnummer. Ah ne, warte, ich kann ja gar nicht meinen Namen reintun, ne? Das ist ja dann mein Nickname. Ja, nur halt auch für Dingens. Rinch. In der Liste drin. Nee, ich wollte mich lustig nennen. Lustig, aber so ein schlechter Name für dich, weil du bist unlustig. Spaß, beruhig dich. Ich wollte mich jetzt nicht 1:1 lustig nennen, du Kek. Aber dir weiß man nicht. Ich will mit den Themen. Ihr lad mich doch mal ein jetzt. Ja, deine Mutti, ne? Deine Mutti, die kann blasen. Ja, Digga, das, was du da machst, Blasen. Das, was du da machst, Füßen ist doch nur ertragen. Für deine Solo-Karriere. So. Spaß, ey. Hab dich doch eingeladen, was willst du, ne? Nein, hast du nicht. Ja, doch. Nee, hast du nicht. Ja, doch. Nee, hast du nicht. Ja, doch. Lügner. Nee. Im Steam habe ich nichts bekommen. Ja, was für Steam? Über Spieler. Ach so, was ist auf Steam? Warte. Ah, warte mal, doch hier. Ja, wer hat jetzt das? Ja, es kam kein Steam-Pop-Up. Ja, weil es kein Steam-Game ist, du Kek. Dein Maul. Nee. Ah, doch. So. Erstelle dein Fahrerprofil. So. Als allererstes. Ich glaube, du siehst nicht, in welchem Team ich bin, oder? Bisher sehe ich gar nichts, Digga. Ja, öffne mal deine Augen. Halt dein Maul. Also jetzt mal wieder mein Preset hier machen. Herkunft. Boah, wie lange da kann dauert es denn noch? Halt dein Maul, Digga. Ich brauche nicht so lange dafür wie du. Ja. Ah, ja. Ich wollte mich nur Lutzmann schwanzen. Der Kalte. So, Helm. Oh, Digga, gehen wir doch nicht auf die Eier. Willst du mich Lutzmann schwanzen? Lutzen. So, warte. Das habe ich, glaube ich, immer genommen.
Dann kommt der Karate-Tritt. So, weiter. Zu guter Letzt müssen wir uns noch entscheiden, für welches Team du fahren wirst. Überleg es dir gut. Warte, Teamkollege. Wenn du eins bist, musst du Ergebnisse erzielen, die den Erwachsenen... Klasse. Das... Platz 22. Englisch gibt man als Kommentator schreiben behindert. Ich mache mir das Chinesisch als Kommentator schreiben. Fehler beim Beitritt zur Sitzung. Keine Antwort vom Host. Ja. Ich antworte dir doch. Hörst du mich? Hallo? Hallo? Natürlich, ey. Ändern die Sprache. Okay. Wie? Bist du drin? Was willst du eigentlich? Ja, jetzt. Ja, jetzt. Spast. Ja, ja, suck my cock. Ach, my cock. Gibt's ja nichts zu sacken. Man, ja, frag deine Mutti, die weiß, was man sacken soll. Ja, aber bei dir gibt's halt nichts. Und machen wir eigentlich beide einen scheiß roten Ping? Hm? Du hast Ferrari genommen. Oh, ja. Das ist easy gemacht. Noob. Sagst du. Also ist das Realistic Performance, ist das jetzt an oder ist es aus? Ich weiß ja nicht, wie das... Sagst du, Eddie, und spammst mich immer voll. Wo kann ich das denn anmachen, so Realistic Performance, Simulation Settings? Hey, es ist doch an, steht doch unten. Okay, gut. Ready up. Wieso bist du nicht ready, Digga? Und ja, ich hab's wieder rausgenommen, weil der Countdown angelaufen ist. So eine Mizzet, ey. Oh mein Gott, lass mich in Ruhe. Was denn, Maul? Bist du ein scheiß Geist, oder was? Oh Mann, ey. Hier kann ich schon was upgraden. Hallo, hallo? Mhm. Was ist das? Kann ich ja. Ich bin schon dabei. Ich kann schon was upgraden. Warte mal. Oh Gott, das wird in den Auto das absolut grausam, ja. Also ich bin ready. Ja. Spaß. Hab ich gesagt? Ja. Ja, siehst du? Das ist so nett nicht. Du kannst auch später den Shit machen, ne? Weil es kommen noch zweimal Ressourcen. Ich kann deine Mutti später machen. Dein Maul jetzt! Knecht, du, ey. Ne. Doch. Okay, ich stopp mal bei dem 14. Stopp. Jetzt haben wir mehr Punkte bekommen, vielleicht kann ich mir noch was. Das machen. Jetzt auch vor den Grand Prix machen können, du Spast. Oha. 1:1. Ja. Krass, ne, wie ich dich nachmachen kann. Ja. Was ist das? Okay, passt. Okay, boom. Weiter geht's. Waiting for... Digga, ja, chill. Ich bin vielleicht auch am Upgraden. Das ist ja so eine Mizzet, ne? Hallo, Captain Go to Karate, danke. Chill doch deine kleinen Nuggets. Ja. Boom. Geil. Ja. Okay, ja. Lass gut sein, ja. Skip. Boah, ich glaube, ich ramme Space einfach im ersten Rennen einfach von der Strecke. Ja. Oh, ich ramme deine Mutti gleich, Digga. Von hinten ins Arsch. Ins Arsch. Ja. In den Arsch. Mhm. Let's go! Let's go. Go to race weekend. Also du skippst die ersten zwei und machst die dritte Practice, oder wie? Nö, ich mach die erste und skipp dann 2 und 3. Okay.
gut. Ja, wir können auch alle drei machen, wenn du willst. Achso, ich will auch gleich Presets, Digga, dafür. Oh mein Gott. Willkommen an deinem Arbeitsplatz. Gesundheit. Charlie, halt deinen Mund, Digga. Ich rede nicht mit mir. Stopp. Rede nicht mit mir. Wenn du gut bist, geht die Rechnung auf mich. Was ich früher gemacht habe, ich habe einfach alles, alle meine Sachen im Motor ausgewechselt auf Neues, weil das ja erst das Rennen ist. Mhm. Bin ich dann halt letzter, ich fahre dann ein bisschen weiter hoch und dann war es das dann. Dann habe ich halt mir eins ein bisschen mehr, aber ich mache das nicht dieses Mal. Das ist alles. Ich glaube, ich kann. Ich bin ready, ja. Ah, Will Buxton kommt jetzt noch. Ich habe vergessen, dass es noch eine halbe Stunde dauert. Kannst ja leider nicht skippen, ne? Ich muss sagen, es ist toll, wieder hier zu sein. Wie immer fühlt sich hier alles an wie am Anfang. Man kann skippen. Wie? Aber das ist noch nicht alles. Keine Ahnung, es steht Waiting for Player. Oder das ist einfach ja. Nur Loading. Ja, bei mir steht auf Warten auf Spieler. Und mit ihr die sehnsüchtig erwarteten neuen Regeln für Autos, die für bessere Rennen sorgen sollen. Klar geformte Linien, geschwungene Front- und Heckflügel, dank derer die Autos enger auffahren können, attraktive 18 Zoll Niedrigprofilreifen, die Rückkehr des Bodeneffekts und eine Reduzierung aerodynamischer physischer Extras. Die neuen Autos sehen verblüffend anders aus. Dabei wurde die Sicherheit verbessert und die Grenzen der technischen Machbarkeit ausgelotet. Welche Teams haben also diese neuen Vorgaben am effektivsten umgesetzt? Und welche Fahrer passen sich am schnellsten an ihr neues Auto an und setzen sich vom Rest des Feldes ab? Wir werden es sehen. Halt dein Maul. Beginn der Saison kaum erwarten. Aber fürs Erste war's das. Bis bald. Das erste Rennen der Saison ist immer etwas schwierig für uns auf der Strecke, aber auch für das Team in der Werkstatt. Oh mein Gott, rede nicht so viel. Ist so, Alter. Ich weiß noch nicht. Ich brauche kein Garagentutorial mehr, Digga. Ist gut. Es gibt... nee, warte. Boom. Kaum Gummiabrieb auf der Strecke. Ich will... Pass mal nicht. Ich glaube, diese Practices hier waren immer, da habe ich mal abgekackt. Hm. Ist auch teilweise echt nicht leicht, ja. Ja, mal schauen, wie das hier so passieren wird. Ich hab den falschen Ladens benutzt. Ganz anders als in Dinger, in Assetto Corsa. Was für ein Wunder. Keine gute Idee, dass ich gleich ein Programm genommen habe. Ja, doch, klar. Ich will so abkacken. Du hast doch wahrscheinlich als erstes Rennstrategie auch, ne? Ja. Easy, hast du 5 Runden Zeit. Und wenn du halt alles
in der besten Dingens beendest, dann brauchst du eh nur 3 Runden. Das wird AIDS. So. Ich bin auf plus Millisekunden, egal. Okay. Ich bin nicht im grünen Bereich. Nee, ich bin mit Controller, Eddie. Ich hätte auch Lenkrad anschließen können. Aber ich muss den Shit dann immer erst auspacken. Weil ich halt leider kein geiles Regal im Hintergrund mehr hinstellen kann. Aber in der neuen Butze werde ich dann, glaube ich, nur noch durchgehend mit Lenkrad spielen. Durchgehend noch Rocket League, ja klar, natürlich. Was hast du die KI gestellt? Auf 77? 75. 75, okay, ja. Großartige Runde. Ja, perfekt. What the fuck? Kann ich hier nicht sagen? Okay, cool. Abgeliefert, was wir erwartet haben. Weiter so. Boxenstopp.
Wo ist denn Spacey, Alter? Dann kann ich ihm schön in die Karre fahren. Deine Mutti. Bist du mit Assists? Was? Ob du mit Assists fährst? Boah, Digga, keine Ahnung. Frag mich was Leichteres. Ich glaube, die stehen auf Custom. Weil ich da irgendeine Einstellung geändert habe. Ich habe auf jeden Fall als allererstes das ausgemacht, dass der einfach von selber anfängt zu bremsen, wenn man zu schnell ist. Was geht mir auf den Sack, Alter? Kann ich keine schnellen Runden fahren? Oh, Spin, what the fuck? Warte mal, jetzt ist Space ja noch draußen, ne? Jetzt kann ich den Keck zugucken. Hey, mach das nicht. Ist gerade an der Ziellinie vorbeigefahren, ne? Nö. Mhm. Warte, wo ist er hier? Da, Space. Mit zwei Kameras beim Spectaten, hä? Läuft bei dir, Space. Jo. Alles fertig? Alle weg vom Wagen? Ab auf die Strecke mit dir. Ups.
noch ein Programm und dann können wir diese beiden Practice simulieren. Also ich will auf jeden Fall alle Programme machen. Du kannst sie auch simulieren. Also ich mache das so, dass ich zwei Programme mache. Ja. Und dann mache ich bei den letzten mache ich halt man kann ja dieses Practices sozusagen simulieren und dann kannst du selbst. Ja, aber dann musst du erst im nächsten Training kannst du simulieren. Ja, ja, aber jetzt mache ich ja noch ein Training. Also, ja, ja, klar. Falls du noch irgendein Programm offen hast, können wir es in der nächsten Session einfach simulieren lassen. Ich hab noch. Warte mal, was kann ich hier? Was will ich hier machen? Hä? Was ist los? Ah, hier. Gott, meine Reifen haben so was für ein Arsch, Alter. Komm, jetzt brauche ich eine gute Runde Reifenabnutzung. Das Tempo passt, aber die Reifen wurden in dieser Runde stärker abgenutzt als erwartet. Schon für den Arsch, Alter. Ich hänge jetzt schon eine halbe Sekunde hinterm Delta. Ja, jetzt brauche ich eine gute Runde, Digga. Sonst ist das Scheißprogramm für den Arsch. Ich komme wieder raus. Reifenabnutzung kriege ich hier nicht hin, ja. Du hast wahrscheinlich dieselben Programme wie ich, ne? Ja. Okay. Weißt du, was das dritte ist? ERS ist mit der Batterie halt. Hä? Oder was meinst du? Warte, gib mir eine Sekunde. Boxenstopp. Boxenstopp! Geht doch. So, was wollt's?
Das ist ja das mit der Batterie-Einsatz oder nicht. Ja, ich weiß ja nicht. Wie heißt das dritte Programm denn? ERS-Management. Achso, ja, ja, das ist das mit der Batterie. Aber dieses ERS-Management ist so easy. Wir simulieren. Das willst du simulieren? Ja. Du musst halt nur schneller als das Delta sein. Und dann, wenn du es die ganze Zeit aus hast, hast du Easy Instant Purple. Okay. Ja. Das ist so sau easy. Was haben wir hier für Zusatzdings? Fahre schnell durch Kurven, ja, sauber durch den Sektor und zwei von der Dingens von der Ideallinie. Kann losgehen, sobald du bereit bist. Och, Digga, ist das euer Ernst? Warum hat er denn die Reifen nicht gewechselt? Ach, Digga. Und ich wundere mich, warum der so schäbig lenkt, Alter. Ob mein scheiß Flügel fehlt? Nö. Reifenabnutzung ist einfach bei 50% fast.
Ich muss Zeit rausholen, Digga. Box. Box. Das habe ich nicht verstanden. Du musst das gar nicht sagen. Doch. Ich hab da Box auf. Boxenstopp! Hey, du musst gar nicht Box sagen, du kannst irgendwo reinfahren. Ja, ich weiß. So. Aber ich mag das. Okay. Wer fühlt sich? Ich schrei gerne Leute an. So, ich würde jetzt, glaube ich. Alt F4 drücken. Ja, und tschüss. Das Ding, das simulieren. Also ich bin ready, ja. Zu... Ja, okay, warte, dann kann ich einfach auf Session beenden drücken. Ja, wie mache ich das? Start, Session beenden. Start, Session beenden. Retire from Session. Boom. Advance. Mach dich platt. Glaubst du? Ja. Okay, wir gehen das jetzt, ja. Advance, aber ich kann Quick Practice machen, ja. Ich hast du das schon mal gemacht, sowas? Mhm. So. Ja klar, Programm fehlgeschlagen, natürlich. Geht doch. Spaßt. So, das brauche ich nicht. Ich kann komplett den Scheiß hier nutzen, ne? Ich kann jetzt mit End Session. Ab alle. Fertig. Ich mach noch das zweite Quick Practice und dann passt. Warum? Ja, weil ich noch nicht alles hab. Ach so. Ja. Ich fertig. Meinen Schwabbel. Practice 3, Quick Practice. So. Ja, nehmen wir das. Hier, bitte. Und dann noch einmal hier. Komm. Oh, Bitch, Digga. Ich weiß nicht, aber es juckt nicht. Hehe, Loser! Ich furze in dein Gesicht. Hey, komm schon! Warum trinkst du rabiat? Einfach mein Gesicht furzen, der Junge. So frech, der Keck, ey. Doch.
Das ist One-Shot-Qualifying, das wird interesting. Warte, was gibt's noch? Achso, kann ich gar nicht ändern. Naja, whatever. Whatever. Also, warte mal, perfekt. Das passt. Eine Sekunde noch. Eins. Zwei Sekunden noch. Zwei. Das war eine Sekunde. Also nochmal zwei. Also insgesamt drei Sekunden. Ja. Hier. Eins. Zwei. Dein Mutti stinkt, Digga. Digga, jetzt hast du sogar sechs Sekunden bekommen. Was willst du? So, ich bin ready. Glaube ich. Anscheinend ja nicht. Ja, ey. Ey, komm schon. Nicht frech werden, ne? Sagst du. Jetzt nicht frech werden. Sag du. Ja. Mhm. Ich hoffe, du baust einen Unfall, ja. Ich baue einen Berg hin. So, let's go. Oh, Unfall! Hast du dich gedreht? Ja, Digga, ich bin letzter. Easy. Wie viel Platz bist du? Fünf. Nice. Das ist der 20. Ja, aber du musst es so sehen, dann kannst du jetzt alle überholen. Ja, also alle auch. Außer mich. Ich mach dich fertig. Nee, glaube ich nicht. Ich mach den Max Verstappen, Digga. Verstappen. Ich hätte jetzt fast was gesagt, Digga. Gut, dass ich es nicht gemacht habe. Sag doch, ne? Komm doch, ne? Ich wollte sagen, du machst den Eier in Senna. Oh, ja. Ja, da können wir es mal nachträglich zensieren. Kein Kommentar. Ich mach den Grosjean. Weißt du, was da passiert ist oder nicht? Irgendwo im Hinterkopf habe ich noch irgendwas. Ja, ich glaube, das war vorhin sogar in Bahrain, das in die Wand reingefahren und dann ist sein Auto in Flammen überlebt. Ja, stimmt. Das ist mal heftig, Alter. Verbrennungen am Händen. So, Wetten werden angenommen. In welcher Runde scheidet Space aus dem Rennen aus? In der zweiten. Ich hätte gesagt, in der ersten. Ach so. So, okay. Also die sechste. Okay. Yes, ich mach noch was. Geht in 27 Sekunden los. No way. Ich bin nicht ready. Kann ich noch ins Klo?
Boah, Perez, du dumme Hure, Alter. Ja, what the fuck? Wer war das? Also mir ist immer sehr gerne der Ocon reingefahren. Ich warne dich schon mal vor. Ja, der Schuhmacher. Fast dasselbe. Der Erste. Zweiter. Mein Teamkamerad ist Erster. Ja, du Chinese. Nicht sicher, ob das Rassismus war, oder? Das ist mir hinten drin gefahren. Okay, es war Rassismus. Bist du blind, oder was? Mach mal deine Augen hoch. Würde er gerne.
Aber sechste Runde hatte ich eingestellt, ne? Ja, Runde 6 bis 9. Oh. Ja, und wie fitter bist du? 14. Oh, let's go. Ich habe noch keinen Grip mehr. Und das ist kacke. Na, ich kämpfe auch schon. Kommst aber auch die Runde rein, oder was? Ja. Yeah. Ich freue mich jetzt wieder auf frische Reifen. Schön eingebogen. Das hat uns eine anständige Stoppzeit verschafft. Oh, die Mediums sind ja absolut kacke. Ja. Yep. Ich habe auch schon geguckt, ob der vielleicht dieselben Reifen wieder aufgezogen hat. Weil ich auch irgendwie das Gefühl habe, sau wenig Traktion zu haben.
Aber ne, es sind auf jeden Fall frische Reifen. Und die Ruckler ab und zu sind echt scheiße. Das Ruckler? Da bei mir ruckelt es ab und zu. Das ist halt Serververbindung, ne? Ja, wenn ich Einzelspielerkarriere mache, habe ich den Shit nicht. Achso. Sorry, Charles, ist aber mein Platz. Ich hab so Schiss, dass der Typ mir gleich hinten reinfährt, ne? So wie jetzt. Thank you.
Ich verstehe nicht, wie der mir wegfährt, egal. Williams ist doch die schnellste Karre in geraden Linien. Und wie viel da bist du? Immer noch 14. Okay. Ich bekomme den da vor mir nicht, Digga. Magnussen. Ja, nee, das ist doch ein Scherz. Der Typ ist schneller als ich, obwohl ich DRS anhab. Was macht das für einen Sinn? Ich habe ihn überholt, aber auf so eine richtig ekelhafte Weise. Ja, musst du hier leider. Das habe ich schon festgestellt. Weil die überholen auch immer saudreckig. Deswegen. Ich bin da auch schonungslos geworden. Ja, und jetzt, wenn ich den, als ich den überholt habe, bist er jetzt 2,5 Sekunden hinter mir. Also keine Ahnung. Das macht doch null Sinn. Der hat einen platten Reifen. Der hat viel Dachschaden. Den hat er aber vorher schon gehabt. Kann sein, ja. Irgendein Mercedes ist am Arsch. Der ist aus der Session ausgeschieden? Orange. Das ist deine letzte Runde. Die letzte Runde des. Hast du mich gehört? Ja, du hast irgendwas gesagt. George ist aus der Session. Zum Glück ist das schon mal eine letzte Runde, Digga. Reifen schon wieder auf 30%.
Oh nein, 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 nein. Auf! Was ist passiert? Oh, ich bin zu weit rausgefahren. Und jetzt kommt Charles schon wieder. Aus fast 3 Sekunden Abstand ist jetzt nur noch eine geworden. Egal, der wird mich nicht überholen. Und wenn ich den scheiß Weg zumachen muss. Und wir beide aus dem Rennen ausscheiden. Du bist nicht Erster! Ich bin 12. Oh mein Gott. Ja. Flöß. Jo. Wann hast du Geburtstag? Sag ich dir nicht. What the fuck? What the fuck? Warum? Ich hab's irgendwo aufgeschrieben. 100%. Ja, also. Glaub ich. Da muss, ja. Da muss ich ja nicht nochmal sagen, oder? Am 19. Fuck! November. Fuck! Warum weiß er das? Skeptiker, unwichtig. Ja, nur weil du 12. geworden bist. Ja, vom 20. als Maul, Digga. Ja, was? War auch gut, super. Ja. Cool. Ich sollte eigentlich Dings. Ich hatte die meisten Overtakes wahrscheinlich. Ist ja dann Lobsi hin und er. Oh Mann. Ich schenke dir BeamMG zum Geburtstag. Nein. Doch? Nein. Das ist ja keine Wahl. Ich fahre dir jedes Mal in die Karre, du Arsch. Ja, das ist der Sinn des Games. Ja. Ich zieh dir die Reifen ab. Ey. Ey. Go to Event. Was nein, erstmal Fahrzeugentwicklung hier, ja? Rain Jacket. Da kann ich nix. Ja, komm, mach mal den Shit. Alright, mehr kann ich eh nicht machen. Es gibt hier etwas, wozu wir gern deine Meinung hätten. Nee. Danke. Es ist toll, dass du dir Zeit für sowas. Scheiß auf Wohltätigkeit, Digga. Bin ich Wohlfahrt oder was? Oh nein, Saudi-Arabien. Ah. Go to race weekend. Welches Lenkrad hast du eigentlich? Welches was? Lenkrad hast du? Logitech G900 irgendwas, 20 oder so? Ich meine, es war das 920er. So ein Shifter oder ohne? Ohne. Brokey. Ich finde es sowieso geiler, die mit den Dingern hinten dran zu schalten. Ich nicht. Ne? Ja, vielleicht wenn du so Porsche fährst oder so, ja, aber so ein normales Ding, nee. Was haben wir denn hier? Rennstrategie, Reifenmanagement, Streckenakklimatisierung. Nice. Ah, let's go. Hol noch nicht alles aus dem Auto raus, die Strecke doch. Ist noch ganz frisch. Ich hol direkt alles aus dem Auto raus, ist richtig.
Programm Race Press Start Breakout. Let's go! Ach, hier ist so leicht zu spinnen, wenn man nicht aufpasst. Mhm. No, ich habe Wing Damage, du Hure. Oh Mann, ich habe Ausrüstung. Jetzt muss ich die Dings Ding nochmal machen. Oh mein Gott. Ich brauche noch 10 Jahre, bis die mich in die Garage reintun. Also ich. So ist die Animation da, brauche ich nicht. Eine Minute warten. Oh mein Gott, wie lange. Halber Tank. Ja, aber wieso brauchen die so lang, Digga? Das ist unrealistisch. Anzeige ja, ich glaube, das ist einfach nur wirklich straight, um den Spieler zu punishen. Ja. Höchstens 10 Sekunden so Wing auszuwechseln. Ja.
Ja, vor allen Dingen mitten im Rennen sind sie auch schneller beim Wechseln des Flügels. Boxenstopp. So, dann, was haben wir hier? Sauber durch den Sektor. Einmal unter Zieltemperatur und 2 Meter. Okay. Alle Checks abgeschlossen. Achtung, der Wagen fährt jetzt aus. Der Wagen fährt jetzt aus? Heißt das nicht raus? Keine Ahnung. In welchem scheiß Mittelalterfilm ist der denn hängen geblieben? Der Wagen fährt aus. Wow! Was hier crasht. Hm. Ich keinen Grip mehr gehabt, wieso immer.
Was ist das mit dem? Jetzt kann der mir nicht mal auf die Eier gehen. Vielleicht noch eine Runde, um die scheiß Reifenmanagement-Kacke hier hinzukriegen. Weil die Runde kann ich wohl abhaken. Jetzt mache ich noch die Räder und dann machen wir dieses Quick Practice dann. Ja. Zwar nicht die optimale Reifenabnutzung, aber immerhin auf der guten Boxenstopp. 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 Eine Boxenstopp in dieser Runde. Ein Tire Management. Ich finde es so schön, wie alles in 60 FPS läuft, ne? Und wenn du dann in die Seitenspiegel guckst, sind es 30.
Voll gut, ey. Also bei mir noch die scheiß Streckenakklimatisierung, ey. Frontflügelschaden? Ich glaube, du hast einen Schaden. Es hat etwas Zeit gekostet, die Schäden am Wagen zu reparieren. Ja, danke. Ihr seid auch immer noch nicht fertig damit. 20 Sekunden ab dann auch. Ando, verpiss dich. Eine optimale Zeit, Sektor 1, eine für 3. Und nicht von der Strecke abkommen. Ja gut, das muss da eigentlich easy sein. Alles bereit. Ich lasse die mal ein bisschen vorwegfahren. Und gehen wir gleich nämlich nicht auf die Eier. Wir können jetzt retiren. Ja, ich mache noch die Streckenakklimatisierung. Okay. Dass wir durch diese Checkpoints da fahren, ne? Ja. Absolut ekelhaft, Mann. Was? Ich finde das voll nice. Und Scheiß, bei den ersten beiden Malen dachte ich auch so, Alter, das Trainingsprogramm mag ich überhaupt gar nicht. Will ich nicht machen. Das ist inzwischen eines meiner Lieblingsdinger. Keine Ahnung. Ich habe da voll den Turn drauf gefunden. Ja, das mit denen, ich lasse die mal vorwegfahren, hat nicht so gut funktioniert. Ja, ist jetzt so. Nice. Direkt das Optimum genailed, ey. Boxenstopp. Ne, wobei, warte, brauche ich gar nicht.
Können wir die Session einfach beenden? Ja, ja, Mann. Retire. Okay. Ich dachte gerade, der knallt jetzt gegen die Bande, ey. Shit. Du bist die zweitbeste Zeit im Training gefahren, ne? Ich? Ja. Ja, ich weiß. Shit, ist das deine Strecke? Nicht wirklich. Space nicht. Comeback? Ich come on dein Back. Ah, nee, lass mal. Ich lehne das kategorisch ab. Ich aber nicht. Du hast keine Wahl. Was soll denn das? Das ist Rentnershaming. Lass das. Niemals. Doch. Niemals. Doch. Scheiß junges Gemüse. So. Sehr schön. Das haben wir komplett. Sehr schön. Arschloch. Sehr schön. Ich muss noch zwei Sachen machen. Ich brauche auch noch Streckenakklimatisierung. Aber das, glaube ich, schaffe ich jetzt in dem Run nicht mehr, ne? Naja, nicht genügend Zeit übrig. So. Nice. Direkt doppelt genailed, ey. End Session. Yes. Hab alles. Nice. GG easy. Wow. Ich verkacke ich das Qualifying nicht. Das könnte sonst sehr ungemütlich werden, ja. Ja, warte mal hier kurz noch reinschauen. Oh, warte mal. Oh, das kann ich hier schon machen? Das ist ja geil. Ich habe das immer erst nach den Rennen gemacht. Ich kann sowieso nichts machen. Fuck. Auch nicht. Das alles, alles, was ging, ist in Entwicklung. Ich hab bei mir auch. Jetzt muss ich warten, bis die Scheiße freigeschaltet ist. Verdammt, ey. Level Lobster. Alright, komm. Let's go. So, Hals und Beinbruch.
Das war schlecht. Oh mein Gott, viel zu weit links gewesen. Letzte Kurve verkackt. Ich bin Elfter. Erster. Ja, ist halt, wenn man das beste Team auswählt, am Anfang. Ja, jetzt heul leise. Hättest du ja auch machen können. Nee, ich wollte einen Challenge haben. Ja, und ich mag halt Ferrari, was soll ich sagen? Ja, du bist langweilig. Bist du. Du bist langweilig. Nee, du bist langweilig. Du bist langweilig. Stuck my cock. Too tiny. Nee. Doch. Heißt also, dass du es gesehen hast? Ja. Ja, habe ich gesehen. Also das, was man da sehen kann halt, ne? Ja, ja. Schwuchtel. Deine Dickpics sind doch Public Domain, Digga. Ja, zeig mal. Ja? Ja, guck doch einfach im Internet. Ja. Gibt es da einen kleinen Larry? Wieso hast du nach meinem Penis geguckt im Internet? Kleiner weird, Digga, kleiner weird. Ich habe einen Link geschickt bekommen. Jetzt hast du dich selbst exposed. Nein, ich habe einen Link geschickt bekommen. Ja. Von deiner Mom. Mhm. Mhm. Wieso hat deine Mom mir die Bilder von mir geschickt? Ne? Das macht doch null Sinn. Hä? Mal nach. Hä? Okay. Warte, hä? Jetzt nochmal was? Ja, du hast gesagt, du hast die Seiten von meiner Mom bekommen. Ja. Ja, wieso sollte meine Mom dir... Ja, wir haben halt ein bisschen über dich abgelästert. Was ist los mit dir? Stefan Römer ist heute. Normalerweise gehe ich straight in Sex mit deiner Mutti. Ich weiß nicht, dass ihr noch redet. Scheiße, war das ein schlechter Start, ey. Oh mein Gott! Ich hab Wing Damage, Digga. Oh, what the fuck? Und ich wurde umgedreht. Ich mach Donuts, geil. Ja, willst du neu starten? Nee, scheiß drauf. Confirm change. Au, nicht gut. Ja, minimal Damage. Hätte ich auch zu lachen.
Ja, ja, okay, beruhig dich! Potze, Alter. Ohne Witz, ey. Verstappen, du bist ein Bastardkind, ne? Fährt der mir einfach hinten rein, ey. Ja, okay. Ah, okay, ist okay. Hier, Leclerc. Komm, ich nehm dich mit. Willst du neu starten, oder was? Du kommst jetzt mit! What the fuck? Also, ich guess ein Neustart, oder wie ja. Du musst mich quitten. Ich glaube, alte 4 muss man dann machen, sonst geht das nicht. Sonst speichere ich das Rennen. Die habe ich so mitgenommen. Mach mal alte 4 hier. Drückt der Hauptmenü? Nee, nee, sonst speichert es das Rennen, glaube ich. Muss das Game ganz quitten. Also. Mann, oh Mann, was machst du denn auch? Ich? Weißt du, erst fährt Verstappen mir einfach von hinten rein. Da war schon der Flügel so, ah, okay, okay, okay. Und dann kommt Leclerc. Das Problem in F1 22 ist, dass die Bots den, zum Beispiel den Co-op-Spieler gar nicht sehen, glaube ich. Dann soll er seine scheiß Augen aufmachen. Und fahren die so, als ob du nicht da wirst. Glaube ich, das ist aber keine. Diese Missgeburten, ey. Jo, chill. Ich, oh, jetzt werde ich ein bisschen Start haben. Und ich. Ja, ja, soll Player Karriere. Digga, warum bist du so schnell im Spiel? So. Ja, ich hab schneller alte 4 gedrückt. Ja, stimmt, da war ja was. Lass mich doch jetzt hier rein, Mann. So. Ja. Jetzt mal. Ja, Bro, ich hab's schon gedrückt. Der hat jetzt 5 Jahre geladen. Oh ja, ja, ausreden. Hat dein Maul. Nee. Du kleiner Stricher, du. Ey. Ey, gehst du mir leid? Was ist das? Was willst du? Deine Mutti. Nee. Nee, warte, die hab ich schon. Lutscher, du, ey. Ja, skip, Digga. Skip. Ja, ich skip dich auch gleich, Digga. Deine Mutti. Dein Fadi. Ey. Ey. Dein Fadern. Der Start war besser. Aber Verstappen hat den besseren gehabt. Und wie war dein Start? Gut, ich bin ein Platz besser. Nice. Digga, wieso seid ihr so langsam hier? Hallo. Hallo. Gasly, du Hure, komm her. Nein, halt dein Maul, Eddie. Kein Unfall.
Oh, nein, nein. Ja, du bist raus. Tot. Sollen wir nochmal neu starten? Alte 4. Ey. Scheiße, Digga. Hey, aber Eddie hat's gejinxt, ne? Weil Eddie geschrieben hat und noch ein Unfall. Oh mein Gott. Ja, alles Eddies Schuld. Toxic. Digga, dass du das immer Alt-F4 musst, ne, um es neu zu starten. Das ist im Singleplayer viel leichter, ey. So, ich muss nachher Play drücken. Weißt du, warum führen sie nicht einfach, kannst du mir doch nicht erzählen, dass EA nicht in der Lage ist zu sagen, okay, Spieler 1 möchte die Session neu starten und Spieler 2 kann dem zustimmen. Warum nicht? Keine Ahnung, kann mich nicht. Was ist daran so schwer zu programmieren? Weißt du, online, okay, klar, 22 Leute werden nicht sagen, oh, komm, wir starten neu. Aber bei 2 Leuten, please EA, Alter. Was kannst du mir nicht erzählen, ah? Wie lange haben wir denn eigentlich? 22 fast. Oh mein Gott. Ja. Stich selber, Junge. Ja, okay. Multiplayer, nee, Karriere, Two-Player. Mach. Oha. Enneba hat. Ja, aber wie lange kann man warten? Enneba hat ein. Ja, guck mal, tritt mal jetzt bei, Mann. Enneba hat ein PSN-Guthaben-Deal gerade. Gesundheit. Hallo. Ist gar nicht so verkehrt, Digga. Mehr hat dein Maul. Oh mein Gott! Guck ich mal. Skip, alles. Fischi, was geht? Ich brauche immer noch ein bisschen Guthaben für PSN wegen dem Wulong DLCs. Oh Gott, war das ein schlechter Start? Digga! Ja, was ist das jetzt? Und Fischi, wie läuft Rainbow? Nee, Digga, noch ein Spin. Gibt's noch nicht. Die letzten Tage bei Discord immer gesehen, so, ja, Fischi spielt Rainbow. Confirm change. Ja, ja, das werden die auf jeden Fall werden, Eddie. Hallo, fahr doch. Oh mein Gott. Dann fahr du doch. Wie geht's dir? Oh, läuft, ne?
Bist du Erster? Yep. Na gut. Ja, okay, gut. Aber nice, wenn es läuft bei Rainbow. Wolltet ihr nicht irgendwie Road to Deer oder so ein Shit machen? Oder warst du nicht ein Spiel vor Deer? Sorry, ich kann halt immer nur auf der Zielgeraden einmal in den Chat lunzen. Oder halt, wenn Boxenstopp ist, aber der kommt noch nicht. Er kommt erst in Runde 5. Roundabout. Und Space, wie vielter bist du? Eine Mutti. Okay. War eigentlich nur. Ja, wie war das jetzt? Oh mein Gott, ich raste aus. War eigentlich eine normale Frage, Mann. Ich glaube, ich fahre jetzt das zweite oder dritte Mal Saudi-Arabien, aber so langsam komme ich auf die Strecke klar. Ja, du bist so scheiße jetzt. Mehr also ist halt nur noch Shanghai die Scheißstrecke. Und Shanghai ist scheiße, nicht weil sie schwer ist, sondern weil sie arschlangweilig ist. Ja, da gebe ich dir recht, Eddie. Wenn Rainbow eigentlich die ganze Zeit verarschen würde, dann kann es auch Spaß machen.
Oh, jetzt ist Box. Okay, warte, da muss ich mich eben da noch weiter drauf konzentrieren. Ah, okay, dann war das letzte Season, okay. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopp mehr geplant. Ich lasse gleich aus. Ich frag lieber nicht, auf welcher Posi du bist, oder? Ich bin 13. Oh shit. Wing Damage und ich will nicht pitten. Warst du nicht gerade erst in der Pit? Ich war am Anfang, aber ich bin leicht gegen die Wand, dann ist mein Wing fucking kaputt, ich versteh's nicht. Oh fuck. Warte, komplett weg? Nein. Ah, wahrscheinlich dunkelgelb, so, ne? Nee, so noch grünlich. Grün-gelb, ah, ja, aber ja gut. Ja, aber ich fühle schon den Unterschied. Ja, das stimmt leider. Habe ich vorhin auch. Ja, alles gut, Fischi. Aber ich freue mich schon mega, ey. Ich bin aktuell in der Einzelspieler- Karriere auch bei 75 von der KI. Aber ich werde die jetzt auf 80 demnächst machen. Ich habe meistens immer noch die Rennen als erster mit 4 Sekunden Unterschied abschließe.
Reifen beträgt 10,4 Sekunden. Alter, was hat denn Leclerc gemacht? Der ist 10,5 Sekunden hinter mir. Damage oder so, keine Ahnung. Oh mein Gott, wie? Ich raste gleich aus. Was, das ist auch in der Pit jetzt, keine Ahnung. Nicht, wieso ich im Rennen so viel fucking Fehler mache. Im Quali war das viel leichter. Ja, okay, aber da hast ja auch im Quali nicht die Leute halt vor dir fahren und hinter dir. Im Practice war ich ja besser als im Quali. Ja, gut. Aber du hast auch ewig nicht gespielt, also... Dieses One-Shot-Qualifying macht mich fertig. Ja, wie gesagt, wir können auch auf 3 Runden machen. Wir können ja eine Runde, aber aus einer längere. Ja, verstehe ich, Fischi. Der Vettel ist auf meinen Arsch, lass mich in Ruhe. Box ihn um. Kurz ihn an. Er ist noch 2 Sekunden hinter mir, aber das ist immer näher, weil ich Twin Damage habe. Der komische Klimaaktivist.
Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 18,4 Sekunden. Der, ich habe keine Ahnung, was der Typ da veranstaltet. Jetzt ist er 18 Sekunden schon hinter mir, ne? Keine Ahnung. Hinter mir kämpfen drei fucking Leute. Ja, solange sie dich nicht belästigen. Die sind eine Sekunde hinter mir. Ja, vielleicht hast du ja Glück und die crashen sich alle gleich gegenseitig in die Bande. Ich muss nur in dieser Runde in Front bleiben. Schaff ich doch. Ansonsten räume ich die von hinten ab. Und schon wieder die schnellste Runde. Digga, what the fuck? Mit mir zu schauen, wie die sich hinter mir bekämpfen. Mhm. Wo bist du da? Hier, Kamera. Oh, der DRS, glaube ich. Oh, Digga. Oh. Du kriegst mich nicht. Der greift an. Sehr gut, gut gemacht. Ja, ja, ja. Ach so, easy. Oh mein Gott. Digga. Der wollte so dringend noch an dir vorbei. Und damit endet der große Preis von Saudi-Arabien. Das Team hat heute eine. Ja, es gibt, Digga, würde ich nicht sehen. Okay, warte, ich soll jetzt aufs Handy schauen oder in ein paar Tagen? Jetzt bin ich verwirrt. Das ist denn das nächste Ding. Hoffentlich was Gutes, hoffentlich nicht Monaco. Also Monaco ist geil, aber ich glaube, ich werde Monaco nicht beenden. Jetzt und in ein paar Tagen, okay. Ich auch nicht. Aber Monaco ist echt arschschwierig. Kommt zwar inzwischen besser klar. Ist doch trotzdem anstrengend. Australien. Mag ich nicht. Ach so, der Scheiß. Also ich kann eh nichts, Digga. Ich muss ja warten, bis das alles. Warten. 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 Oh, ich kann was machen. Oh. Oh, oh. Und hier auch noch, nice. Ja, perfekt. Space XD wartet auf dich. Ja, ich warte auf dich. Jetzt nur die ich bestellt habe, später dann mit meiner schönen Fratze. Ah, okay. Und die anderen drei schickst du dann zurück, oder was? Ohne Probleme fertiggestellt. Beim nächsten Wochenende werden sie eingebaut sein. Achso, warte, du behältst alle? Ich will nur wissen, in welche Richtung es später geht. Ah, okay. Okay, dann schickst du alle zurück. Der Department Reach Capacity, was machen die? Ja, Bruh, dann geh ich nochmal pissen in der Zeit, wo du da am Rumwerken bist. Ich bin fertig. Bruh.
So, jetzt kannst du pissen gehen. Jetzt kann ich nochmal kurz gucken. Ich schicke alle zurück, außer mir gefällt eine so gut, dass ich eine für mich mit meiner Sehstärke fertig machen lasse. Ah, okay. Du gewinnst nicht nur an Anerkennung, wenn du gewinnst, sondern wirst auch an Anerkennung einbüßen, wenn du verlierst. Das habe ich nicht zugehört. Was wollte die? Wegen Rivalität oder was? Ah, keine Ahnung, was zu will. Okay. Boom, jetzt bin ich ready. Hat ich Australien und nee, mag ich nicht. Die gefällt eher so Frankreich, ne? Und dann ohne ohne Streckenbegrenzung. Ja, ja, ich weiß doch ganz genau, Kollege. Frankreich ist nett. So, ich gehe jetzt schon mal weiter. Ich gehe pissen. Wann ich starte, ist ja eh egal. Also bis gleich. In dieser Session werden wir zusätzliche Daten aufzeichnen. Mach dir keine Sorgen, dies dient nur der Überprüfung der Teile, ob sie ihren Spezifikationen gerecht werden. So. Da. Ah. So, was haben wir denn hier? Strategie, Benzin und Qualitempo. Okay. Lass uns ein paar Runden absolvieren. Ah, ich hab die falschen Abschuss. Alles klar, Fischi. Dann, wenn ich das gesehen habe, gebe ich dir Bescheid. Und ansonsten auf jeden Fall schon mal eine gute Nacht und einen guten Wochenstart, ne?
ruckelt echt ein bisschen. Ah. Das bringt mich komplett aus dem Tritt. Die Hunde wird nichts, glaube ich. Ne, die wird nichts mehr. Okay, du warst in dieser Runde nicht gut genug. Versuch es noch einmal. Oh mein Gott. Perfekt, genau so muss ich den nähern. Also ich hier nur noch gleich die nächsten beiden vernünftig nehmen, dann bin ich im Plus. Dann sollte nichts mehr passieren auf dem Rest der Strecke. Nein, komm schon! Nein, nein, nein! Ja, ja, nice! Nein, kein Unfall, Eddie. Halt dein Maul! Oh, die letzte Kurve ist so AIDS. Die letzte Kurve? Ja, die vorletzte. Die ist arschig, Alter. Die ist echt kacke. Aber die davor ist auch nicht viel besser. Das war gut. Großartige Runde. Du hast genau das abgeliefert, was wir erwartet haben. Weiter so. Wie nennt man diese Kurve? Diese absolute AIDS. Welche? Die vorletzte. Ach so. Ja, da kann ich dir leider nicht assistieren. Ich müsste sehen, wie du fährst. Ich könnte das eventuell, wenn mein Trainingsprogramm jetzt nach der Runde hier durch ist, mir angucken. Ist auch kacke.
Boxenstopp. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Bist du noch draußen? Ich war jetzt raus. Okay. Ich muss eben warten, bis er mich wieder in die Garage geschoben hat, Digga. Ey. Fährst du so langsam? Ich will Platz haben. Hm. Sag mir mal Bescheid, wenn du bei der Kurve bist. Bei der Kurve. Okay. Hier, ich bin so alt. Okay, jetzt habe ich sie richtig hinbekommen. Ich wollte gerade sagen, das sah eigentlich ganz gut aus. Du fette Bitch. What the fuck, ey. Jetzt bin ich im Minusbereich oder im Plus. Ah. Ja, okay, jetzt bist du komplett raus. Ne, warte. Okay, das sind die anderen Reifen. Alles bereit? Dann los. Oh mein Gott, ich hab keinen Bock. Retire, Digga. Ich hasse diese Strecke. Echt? Ich finde die gar nicht so schlimm. Thank you.
Mal retire. Bro, ich bin gerade in meinem Benzinmanagement-Ding drin. Hell no. Wenn alles gut geht, brauche ich sowieso nur eine Runde dafür. Dumme Sau, Alter. Ja, was ist das denn? Ein Rennen. Ich dachte, der will Stress, Alter. Ja, toll, ich hab trotzdem schon eine Sekunde hinterher. Wegen dem Hoden. So, jetzt aber. Jetzt ist der Pisser ja weg. Ja, ich weiß, dass die Runde nicht gut genug war, danke. Hab ich auch gemerkt. Danke, Eddie. Habe ich gemerkt. Komm, komm, geh noch in den lila Bereich. Fotze. Da, lila Bereich. Bitch! retire, Digga. Let's go. Spastisch Spiel, Alter. Dieses Rennen gegen Ju, Alter. Ist fucking Training. Also, Oscar, ich gebe ihm den Scheiß. So ein ja. Hoden, ey. Jetzt kann ich jetzt nicht erwarten, die Qualifying zu verkacken. Hast du jetzt auf Mittel gestellt? Nö, ich hab's vergessen. Na, GG. Hey, ende mal. GG Space. Hey. Toll gemacht, Space. Good. Hey. Super gemacht, Space. Hey. Nein. Aber kannst du es nicht hier noch einstellen? Nö. Toll. Ja, schade, dass halt kein Sprint dazwischen ist, ne? Schade. Ich dachte, er ist jetzt kommt so als Antwort, schade, dass deine Mom nicht dazwischen ist. Ja, das auch, Digga. Wow. Oh. Ah, Mensch. What the fuck? Okay, es fehlen mir noch so viel. Scheiße. Ja, super, dafür habe ich keine Zeit mehr. Was geht, Paul? Na, bist du gut angekommen im Sauerland?
Ich fass aus, Digga, 50% nicht geklappt. Deine Mutti. Bro, ich hatte schon 70 und es hat nicht geklappt. So, jetzt habe ich alles. Ich habe nicht alles. Ja, schade, Space. Muss so scheiße sein, du zu sein. So, ich hab's. Ach. Zwei nicht, aber es juckt mich nicht. Ich werde eh verlieren. Ja, bin gut angekommen. 2 alles wehgetan, aber ja. So, bla bla, Abfahrt. Ja, Qualifying, Digga, jawohl. Mhm. Aha. Sehe es schon. Hey, yo, Space. Ja? Ah. Okay. Hä? Wie okay? Was? Hast du dich vorhin noch gesagt, ich soll es nicht machen, weil sonst bist du horny? Das hast du gesagt. Und du? Ich kann mich an sowas nicht erinnern. Blitz ist cool. Naja, Air Space. Ja, wie war denn die Party dann am Freitag noch? So, jetzt muss ich mich ein bisschen konzentrieren, ja. What the fuck? Hast dich gedreht? Ja, besser. Du wirst gegen die Wand geklatscht. Natürlich. Geil. Ich verstehe nicht, wie, Digga. Ich fahre ganz normal, einfach mal lenkt mein Auto nach links, ich kontriere nach rechts und fahre gegen die Wand. Ich will nicht mehr. Ah, immerhin von der 5. Auch wieder viel gebechert. Ich dachte, du wolltest am Freitag nicht so viel machen. So, gucken wir mal, wo Space ist. Boxig heißt das. Hast aber verdient, du Bitch. Okay. Ja. Hab's gemacht. Was hab ich gemacht? Ja. Freitag die Fahrt zum Hotel war die Hölle wegen der ganzen Rentner, die zum Helene-Konzert wollten. Ja, glaube ich dir, ey. Das Geile war am Freitag, ich musste ja arschweit wegparken. Ich muss ja eine Viertelstunde laufen. Auf dem Weg zum Parkhaus, auf der Hauptstraße da, haben einfach die Jungs von Monster ein bisschen weit ab, weiter vom Schuss weggeparkt und haben einfach Monsterdosen verteilt. Das kam mir wie gelegen, Digga. Freitag habe ich auch nicht viel gemacht, sondern am Samstag. Aha! Es ist Stefan Römer ist heute. So, gucken wir mal in Runde 6. Alles klar. Du Fotze, Verstappen, Alter. Das war ich wegen dem Hodenscheiß Flügelschaden, ne? Ja, 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 okay, dreh mich weiter. Du Hurensohn, Ah, vielleicht,
So, hier, ich nehme euch mit. Das virtuelle Safety-Car wurde eingesetzt. Ja, Mann! Ich habe ihn aus der Session geboxt. Wollen wir weiter oder nicht? Ja, doch, alles cool. Ist doch scheißegal, Digga. Achso, ja, warte, hier, Strategieänderung, ne? Ja, bestätigen. Ist ja eh Safety Car am Start. Oder ist es nur. Ach, virtuell nur, fuck. Oh mein Gott, du Hure! Da hab ich gebrake-checkt. Ich hab keinen Bock auf das Game, Digga. Ich hasse es. Okay, sollen wir neu machen? Alle vier. Ah, okay, komm. Kommt mir auch gelegen. Ich hab ja. Halt dein Maul, Eddie. Oder lass am anderen Tag, dass man der Geist ist zu spät. Ich muss morgen früh. Ja, stimmt, wir haben schon 21:46. Ja, ist cool, alles cool.